was er gesagt hat. Hallo YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Part von The Elder Scrolls Online. Wir sollen rettet Len Belland, rettet Azernlia, rettet Cyril den Schmied. So, ja, machen wir das doch. Dieses Dorf gehört jetzt den Rotkrähen. Ja, glaubt ihr auch nur. Schade, ich habe keinen Affen. Den Affen haben. Nun gut. Von wegen in Mine. Ach, erstmal ein bisschen Zirnfleiß. Ah, da ist noch was. So, uns erst. Ein Seelenstein. Himmelsscherben. Öffne mal die Mine von Kreuzgrat. Im frühen 24. Jahrhundert der ersten Ära wurde vom Gefährten Pinifred. Weiter kam ich nicht. Ja, hier ist nix, hier ist keiner. Der war schon vor mir da. Du bist Gift der Hinderung. Irgendwas. Okay. Hier entlang. Okay. Ja, macht ihr mal, wenn ihr vorrennt, ich gehe andere Seite. Okay. Gibt es hier was? Wenn Zellern einen Aufstand organisiert, dann bin ich dabei. Die Rotkrähen werden für das bezahlen, was sie hier angerichtet haben. Jawohl, ja. Ihr seid frei. Ich verschwinde von hier. Er macht mich hungrig. So, was hast du? Schönes Gold. Das nehme ich dir gerne ab.
auch Gold. Aber wo war ich denn jetzt? Ich verschwinde von hier. Ja, verschwinde. Gold. Warte mal mit. Ach, eine Maus. Wir räumen noch hier unten ein bisschen auf. Ich verschwinde von hier. Ja, verschwinde. Verschwinde von hier. Ja, verschwinde. Zellan hat einen guten Plan. Ich gehe und helfe ihm. Sehr gut. Dann geh mal. Und weiter geht's. Du blöd, Mann. Verschwinde von hier. Okay, du verschwindest auch. Ich verschwinde von hier. Was habt ihr Schönes? Gold und halbleder Armschienen des Lebens. Ja, nehmen wir mit. Ich verschwinde von hier. Verschwindet, verschwindet alle hier. Ich war gerade auf dem Weg zu Zellan, um ihm zu sagen, dass ich mich ihm anschließe, als die Rotkrähen mich gefangen nahmen. Es wird Zeit, zu Ende zu bringen, was ich angefangen habe. Dann geh los. Weiter geht's. Töte Vorarbeiter Blaze. Was ist denn der? Irgendwo hier. Wer hat geläutet? Gibt es einen Einsturz? Ihr da, weg von der Glocke! Oh. Ja.
Ich häng fest. Ich häng fest. Ich häng fest. Archimung des Schocks. Nett. So, sucht Tamien Zellern beim Gasthaus wieder auf. Okay. Können da raus? Ja, gehen wir raus. Stadt standen Dolchstutz und Kamlon. Den großen Friedhof von Kaff betraut. Es gibt ja bald einen neuen Teil. Aber ja. Im Juni. Ich habe einen Trailer gesehen. Und es soll eine neue Klasse geben. Neue Klasse in dem Sinne hier. In dem Sinne von. Achso, hier waren wir ja schon. Ja, tut mir leid. Ja, Drachentöter oder ich. Oh. Weil ich Lust dazu hatte. Dieses Dorf gehört jetzt den Rotkrähen. Du sitzt einfach nur um. Alles klar. Die Welt geht den Bach runter und du sitzt da nur. So, mein Guter. Ich habe gehört, wie euch mehrere der geretteten Minenarbeiter gelobt haben. Gute Arbeit. Ja, ich habe den Vorarbeiter Blaze auch getötet. Blaze? Tot? Das sind gute Neuigkeiten. Ja, ne? Ich habe einige der Minenarbeiter zu Razar Virgile geschickt, damit sie sich erholen können. Sobald sie dazu in der Lage sind, können sie in die Mine zurückkehren und mit dem Rest der Rotkrähen aufräumen. Gute Arbeit, meine Freundin. Ja gut, Kreuzgrad Bergarbeiter Streitkolben. Ja, ich bin überladen. Was soll ich machen? Es ist halt das alte Lied. Okay. Mal ein bisschen so rum. Ablehnen. Ablehnen. Dolchstutzwappen aus Werwolfshaut. Ja. Nein, ich habe noch was anderes. Schulter.
übrigens. Nein, das ziehe ich an und die kommen weg. Okay. Blaze, es ist Zeit. Die Einwohner von Kreuzgard haben die Waffen erhoben und wollen ihre Stadt zurückerobern. Aber zuerst muss Sternis Galvis sterben. Okay, wo ist Stannis Galvis? Er hat das Haus des Bürgermeisters übernommen. Seit Beginn des Widerstands hat er es nicht mehr verlassen. Wir müssen uns durch seine Leibwache kämpfen, um an ihn heranzukommen. Zum Glück werdet ihr etwas Hilfe haben, wenn ihr sie denn wollt. Was meint ihr? Der Widerstand wächst, dank euch. Wenn ihr Hilfe wollt, dann setzt diese Pfeife vor dem Haus des Bürgermeisters ein. Alle in der Nähe werden kommen, um zu helfen. Sucht mich auf, sobald Galvis erledigt ist. In der Zwischenzeit fangen wir damit an, die Krähen hier draußen auszuschalten. Sie sind schon ganz nervös. Okay, ich gehe zu Galvis. Irgendwas mit Signalpfeife, aber Pfeife. Flankieren, jetzt! Für Kreuzgrad! Aufteilen! Zur Flanke! Okay, haben wir erledigt. Hätten wir auch alleine geschafft. So, dann gehen wir mal rein. Na? Scheint das nicht zu interessieren. Ne? Apfelkorb brauchen wir nicht. Kommen wir nicht rein? Was ist denn? Wahrscheinlich oben. Feigehund. Uch! Was war das denn? Ihr habt vielleicht meine Wachen geschlagen, aber mich besiegt ihr nicht. Von hinten also. Gold, Stahl, Güter, Magika und Stahlbeinchen ganz breit. So, wir haben ihn getötet. Vater, der nimmt erstes Fragment. Wie gesagt, auf Stopp. Ich werde es nicht lesen. Die Bücher sind mir zu lang. Ich habe keine Lust drauf. Gut.
haben wir den erledigt und dann können wir wieder raus. Sehr schön. Da ist noch irgendwie eine Nebenquest. Ich hole ihn mir mal eben. Na du? Gelvis und seine Rotkrähen sind schlimmer als eine Seuche. Sie sind schlimmer als die Daedra. In Wirklichkeit sind sie schlimmer als eine Daedra-Seuche. Ja, die Vollstrecker der Rotkrähen sind erledigt. Was ihr getan habt, hat der ganzen Stadt geholfen. Ach so, ja, stimmt. Ihr habt uns unseren Stolz zurückgegeben. Wir hätten nie zulassen sollen, dass diese Rotkrähen uns Angst machen. Dafür sind wir eigentlich zu zäh. Ihr könnt darauf wetten, dass wir in Zukunft besser gewappnet sein werden. Gut. Quest abschließen. Das war so ein kleiner Nebenquest von diesem Herrn. Ins Gasthaus. So. Euch ist es zu verdanken, dass wieder Ordnung und Frieden herrschen. Bald schon wird wieder der Alltag in Kreuzgrad einkehren. Ja, Stannis Gelvis ist tot. Stannis Gelvis hat endlich gebüßt für seine Verbrechen an Kreuzgrad, an Adlersbach und an meiner Familie. Diese Stadt und ich schulden euch etwas. Ja. Zeit für mich zurück in die Mine zu gehen. Wir kümmern uns um alle Rotkrähen, die zu wir dumm waren, Pläne die Gelegenheit schmieden. Zur Flucht so zu ergreifen. So etwas darf in Kreuzgrad nie wieder erste passieren. Höhle. Vielleicht könnte ich euch dabei helfen. Ehrlich gesagt hatte ich gehofft, dass ihr das sagt. Snarkedudul. Wir sollten keine Zeit verlieren. Ich würde gern Len Belant. Ein paar Rotkrähen haben sich in die Mine verzogen. Die werden nicht lange durchhalten. Ja, was habt ihr anzubieten, Gastwirt? Ja. Starke Glamantika. Ja. Komm hier. Aber ich wenigstens wieder ein bisschen Platz. So. So, aber die erste Höhle. Moment. Haben wir klassische Spinnentiefenhöhe von Spinnen verseucht sind. Nein, da gehe ich nicht alleine rein. Ja. Also, wenn wir mal Level. Sind wir jetzt hier fertig? Das glaube ich nicht. Was haben wir denn noch hier? Ich habe erst 17 von 24 Quests. Wir können ja mal ein bisschen durch die Gegend laufen. Wo sind wir? Wir sind da, dann gehen wir doch einfach mal hier in die Richtung. Ach so, das ist schon. Das haben wir schon erkundet. Sonst gibt es hier nichts. Kreuzgrad. Es müsste noch ein paar Quests geben. Nee, in der Ecke nicht. Wir können ja mal... kann ich einen Wegpunkt setzen? Einfach mal in die Richtung. Weil da scheinen wir noch nichts aufgetan zu haben.
Okay. Holen wir uns aber unser... Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Achso, das war... Wie habe ich denn nochmal mein Pferd gepfiffen? Mein... Achso. Wisst ihr was? Wartet mal. Reittiere. Haben wir nur das? Was Katzen? Weiße Löwe. Onyx, Bären, Captain Bear. Wisst ihr was? Wir nehmen mal hier. Genau. Haben wir noch Kronkissen? Es gibt viele wundersame Belohnungen, die in den Kisten stecken können. Im Edelsteinbazar könnt ihr diese großartige Auswahl sehen. Und sogar Belohnungen mit den von euch gesammelten Edelsteinen kaufen. Fantasielos, aber bewundernswert. Es sind keine Kisten mehr übrig. Kauft noch mehr, falls... Macht es gut, meine Freundin. Mögen helle Monde euren Tag erhellen. So. Narius Morak Tongusung. Aber 2000 habe ich meine Kronjale weg. Nee, 1600. Statue. Neumondfuchs. DLC-Paket, Saison des Drachens. Ich will es aber nicht kaufen, ich wollte nur angucken. Ah. Dragonhold, Skullbreaker und Rudd. Aber ich weiß nicht, ich habe doch, glaube ich, ich weiß es nicht, irgendwas da drin. So, ESO Plus, was haben wir hier? Einrichtung. Ich hätte gerne besondere Angebote. Wenn der Heimat Paket. Ach, DLCs, ja. Kiste. Kiste der Steinlehre. Eine. Mich. Okay. Nehmen wir mal eine mit. Ich hätte gern Frisuren oder Kleidungsstücke oder so. Blütenpracht. Blutloser Scherge. Aschgraus. Das Haus Mondre wird nicht sagen. Das ist ein Reittier für 100. Reittiere kriegt man auch so. Schürfer. Krähenschrecken. Albtraumwolfwelpe. Was macht der? Das ist ein friedlicher Begleiter.
Oh, kritischer Begleiter. Friedlicher Begleiter. Ich meine, ich hätte mal gesehen, es gibt so eine Katze, die man herbeirufen kann, wo man seine Sachen verkaufen kann, wenn man überladen ist. Oh, ich sehe jetzt, das ist süß. Das ist ja niedlich. Ah, das habe ich schon. Maske. Okay, Quest. Die Geist, nein, Upgrades. Ach ja, aber das kostet 1500. Das mache ich. Zusätzlicher Charakterplatz. Ja, ich kann ja meine löschen. Hier, ja, das ist die doch. Jetzt habe ich der Bankier. Baron Klimperfeder. So teuer. Müsste ich ja wieder ESO plus später aktivieren. Nein, nein, nein. Für einen Volkswechsel werden nur für einen Charakter Umgestaltung. Nutzt diese Wendung. Achte bitte, dass euer Charakter nach der Benutzung in die Hauptstadt seiner neuen Allianz gebracht wird. Außerdem werden einige laufende Quests zurückgesetzt. Ihr müsst das Upgrade fern der Heimat besitzen, um dieses Bett mal kaufen zu können. Okay. Ja, das sind Häuser. Stießstube. Kaska. Hausgäste, Lager, Ausstattung, Küche, Schlafzimmer. Wir haben noch keine Wohnung. War das die Frisur? Anbetung, Assassine? Ich glaube ja. Ich kaufe wie eine Frau beim Einkaufen. Also in der Realität gehe ich nicht so einkaufen. Das ist dann Schuhe trage ich, bis sie auseinanderfallen. Also ich bin da nicht jemand unbedingt. Aber das war die Frisur, die ich das letzte Mal gesucht hatte. Genau. Sonst ist nichts. Okay, dann gucken wir mal. Ja. Was ist das? 10 Kronen Rabatt. Ja, ich habe sehr viel verpasst. Da ich so selten dann online bin. Okay. Was haben wir denn Schönes? Sammlung. Upgrades. Klasse, Hüter. Hüter sind Beschützer des Grünen Meister für Geschichten erzählt, die erzählen über die Natur. Ich bin doch schon ein Hüter. Der Ansatz bestimmt. Aha. Aussehen. Frisur. Ja, kann man mal lassen. Oder die ist auch nicht schlecht.
Das passt, finde ich, mehr zu Elfen. Wir nehmen mal die. Kopfbemalung, keine Kopfbemalung. Was haben wir denn? Keine Bemalung drauf. Okay. Subtil natürliche Schminke haben wir drauf. Okay. Große Verzierung, kleine Verzierung. Große Verzierung ist hier das. Sonst habe ich noch nichts. Das. Nee. Hauen wir das wieder drauf. Bauen wir eine Ohrringe. Okay. Kostüme. Komm mal gucken. Nee. Nö. 10 schon cool aus, aber. Nee. So viele Kostüme schon freigeschaltet. Okay. Das hat man die ganze Zeit immer mal. Zieh dich aus, zieh dich aus, zieh dich aus. Also, wir lassen das an, weil wir eine Tätowierung haben. Körperbemalung, haben wir da was Neues? Nur an den Armen. Sieht nicht schlecht aus, aber ein bisschen Blut. Haben wir das? Das ist schick. Das hatten wir die ganze Zeit. Okay, nehmen wir das mal. Mal was anderes. Sonst haben wir hier auch noch nichts. Okay. Persönlichkeiten. Nix. Verwandlung. Nix. Gut, ihr Lieben. Ich würde aber sagen, das war's. Diesen Part. Haben uns mal ein bisschen verändert. So. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch. Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Moment. Mal neues Aktion. Tiber aufwärmen. So. Der große Bär und der kleine Bär. Ja, ist das süß. Gut. Also genug gequatscht. Bis zum nächsten Mal. Adios.